machen. Was ist das? Juhu, Stufe 20 erreicht. Yay. Okay. Ich bin zu schwer. Okay, habe ich doch bestimmt noch Waffen, die fast kaputt oder ganz kaputt sind. Oder halb sinnlos. Ist kaputt. Okay, was könnte ich jetzt noch machen? Nicht. Suche den Firmenshop. Camden Park ist so ein fröhlicher Ort. Damit das so bleibt, verkaufe ich Waffen und Munition. Ach das. Und ich verkaufe dir ein paar Krams. Ein Wort, Bewohner. Möchten Sie diesen blauen Anzug gegen ein paar kaum gebrauchte Kugeln tauschen? Oh ja, ich könnte mir Patronen kaufen ohne Ende. Nee. Ah, interessant. Sie müssen der neueste Fleischling sein. Sie waren zu spät und nicht vorbereitet. Sie verdienen es, angebrüllt zu werden. Aber da ich heute nachsichtig bin, verzeichne ich Ihre Leistung als ausreichend. Sie dürfen sich während Ihrer Schicht nicht hier aufhalten. Der Zutritt ist nur geschätzten Kunden gestattet, die Ihre Mr. Fuzzy-Marken gegen Preise eintauschen. Hier eine Entlohnung für die heutige Schicht. Auf Wiedersehen. Was? Einiges gekriegt, okay. Ich möchte das trotzdem gegen das eintauschen. Mal gucken, was dann passiert. Marken einlösen. Gummibonbons. Ja, gut. Zurück zum Thema. Ich wollte eigentlich die Sachen erkunden. Ich war jetzt immer noch nicht hier drüben, ey. Gut, ich hab das Ding hier gesehen. Die Richtung darf ich. Ich habe viel kaputt gemacht. Und nimm das Todes-Tabourin jetzt in die Hand. Gut, dann gehe ich jetzt in die Richtung
In der Hoffnung, dass ich da was Sinnvolles finde. Und mach hier jetzt das Gewehr wieder rein. Was ich gar nicht da drin habe. Jagdgewehr. Impro-Revolvergewehr. Okay, ein Haus. Mitten auf der Straße. Naja, mitten auf der Straße ist jetzt nicht das richtige Wort, aber... Ein Mr. Handy. Revolutionärschwert. Monsterpüree. Ich will das Schwert haben. Radkakerlake mit Melone. Nicht mehr mit Melone. Wer auch immer auf so eine Idee kommt. Jetzt ja fast, ihr müsst ihr Handy unterstellen, aber nur fast. So, jetzt will ich wissen, was das hier für ein Gebäude ist. Nuka-Cola-Werk. Sherry. Überladen. Kann man hier auch rein? Ich wollte schon immer mal wissen, wie Nuka-Cola hergestellt wird. Ja, okay, nein, wollte ich nicht, aber... Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, warum sich Leute in so ein Werk begeben, um sich das anzusehen. Außer, die wollen halt wissen, wie die Leute da arbeiten, da selber arbeiten, weil sie Nuka-Cola einfach toll finden. Okay, Level 1 Molbusrad mag ich. Treff sie nur nicht. Okay, dann so. Oh, ich habe gerade ein Level Up verpennt. Ich erinnerte mich. Skillpaket. Perks. Teamsanitäter, Extrawurst, Bleimagen, Dromedar, schlechter Witz. Heirate einen Kardiologen auf, die ist in Herzensangelegenheiten Verlass. Ich hätte gern was mit Glück. Glück in Dosen, 40% Chance eine zusätzliche Konserve beim Durchsuchen zu finden. Bei Öffnung von Kronkorkenferie kriege ich mehr Kronkorken. Vorteile von Wackelpuppenmagazinen halten doppelt so lang. Trage Schrott. Um bis zu 10 Schaden in der Gesäuse zu halten. Besteht eine geringe Chance, dass deine Waffe sich von selbst repariert, wenn du Gegner triffst. Die kann ich, glaube ich, kombinieren. Apotheke Messi.
Nehme ich den Barbarek und tausche den gegen den Dreier-Messi. Gegenstände wiegen 75% weniger. Das ist gut. Das gefällt mir. Und wieder was entsperren. Kaputt. Leuchtfackel, verstärkter Schießpulver, ja, hat's ja gebracht. Und Korkenvorrat. Was läuft hier? Zack. Das ist kein anderer Spieler, ja? Gut. Es ist ein wilder Ghoul gewesen. Da drin sieht auch noch einer, ist auch noch einer. Hat X. Noch mehr Radix. Erkennungsmarken. Eigentlich wollte ich dich doch nur haben. Okay, da sind Patronen drin. Hab ich überhaupt nichts gegen. Goldene Taschenuhren. Impact. Patrone. Kronkorkenvorrat. Ein ehemaliger Mitarbeiter. Verbindung vom Server getrennt. So, wieder vor der Station und ja, der Server hat mich disconnected. Ich könnte ja mal kurz gucken, ob hier Namen sind, die ich kenne. Vielleicht bin ich auch schon wieder auf einem anderen Server gelandet jetzt. So wie es aussieht, ja. Dann schaue ich mich doch mal kurz um. Ich wollte vor die Tür gehen von Nuka-Cola. Auf dem Parkplatz. Oben habe ich ein paar Leute, Verbrannte erledigt. Hier unten nicht. Achso, doch. Irgendwann hatte ich sie hier unten erledigt. Ein Truck. What the fuck? Und der Parkplatz. Und ja, nachladen. Auch so ein Hobby von mir, dass ich besser fliegen sollte. Und da ist der Nuka-Cola-Dude. Und der gehört da nicht. Eine Wurfmalratte, okay. Ja. 95 und Kraft, achso, ich hab getroffen. Ich
Chance nehme ich mit. Und ich lach. Bevor ich es wieder vergesse. Hast du was Schönes dabei? Nein. Attentat. Eine Radratte. Gesprungene Schale. Gemeinet Automat. Baggerkarte. Karte des Bergarbeiters. Prospektorenkarte. 300. Okay, ich kann nichts verkaufen. Ich kann nur kaufen. Du meinet. Kann ich hier echt nicht rein? So eine Riesenanlage und kein echter Eingang? Ich kann hier doch rein. Ich kann hier rein. Gehen wir doch mal nach Nuka-Cola rein und gucken mal, was wir da noch alles Schönes finden, was wir rausnehmen können, was wir behalten können, was wir wegwerfen können. Oder gibt es hier wieder so eine Quest? Ah ja. Der ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt. Oh, hi. Schon da. Okay, ich verdurste in der Nuka-Cola-Fabrik. Kann man auch keinem erzählen. Okay, draußen sind Quests. Okay, entsperren fordert Skills, die ich nicht habe. Atomarer Abfall, den nehme ich natürlich mit. Werber möchte nicht eine Runde atomaren Abfall in seiner Wohnung haben. Monik. Marketing-Memo. An alle Vollzeitbeschäftigten Mitglieder des Marketing-Teams. Urlaub. Ich möchte mich mit daran erinnern, dass ich für die nächsten 2 Wochen mit meiner Familie auf Urlaubsreise nach Wotanga in Wotanga Watoga sein werde. Sämtliche Anfragen der Bereiche Marketing und F&E werden dieser Zeit an Pat Walker richten. Freundlichen Grüßen, ich. Wer mir trotzdem was zuschickt, hat selber Schuld, wenn ich es nicht beantworte. Ein Urlaub ist Urlaub ist Urlaub ist Urlaub. Impact. Ach komm, Stechflüglerfleisch nehme ich auch mit. Da ist der Ausgang. Aber ich habe so lange nach dieser Tür gesucht, dass ich jetzt erstmal hier mich umgucken werde. Überraschung! Boah, Keller! Ich habe ich gehört. Oh, Kammer. Nicht getroffen. Da läuft er weg. Tillisbury Steak ist fein. Was breitet das aus? Hab ich dich nicht gesehen? Nee, das ist nicht gekommen. Hat der Verstärkung geholt, die. Sau.
Dann passt er. Yes. Den guten Atem in dem Ödland. Kein Mensch mehr lebt. Außer den Leuten, die aus der Wald gekommen sind. Ja. Aluminiumkanister. Noch weiter runter. Noch so viel nachladen, das ist immer irgendwie im falschen Moment leer, ne? Versteckst du dich da? Vorsicht. Heißt auf Deutsch, da ist noch jemand. Da. Nicht mehr. Oh, wieder so eine Power-Rüstungsbank. Hat X verdünnt. Da stand keiner. Appalachia. Ich wollte an diese Werkbank hier. Danke. Ich habe ja immer noch dieses Ding an. Egal. Wenn, dann wollte ich reparieren. Oder mein Jagdgewehr mit einem anderen Visier versehen. Dafür brauche ich aber noch Sachen. Dann lassen wir es. Man kann die Fabrik auch nicht irgendwie wieder anschmeißen, ne? Stimmt, hier wollte ich runter. Hi. Oh. Ja. Chef, gut, ja. Sogar ein Stimpack dabei, drei Stimpacks dabei. Bastelwerkbank. Zeugs. Splittergranate, Blutpartikel, Holz, linkes Bein. Warum auch immer Holz für linkes Bein? Das ist wahrscheinlich eine Holzprothese, linkes Bein. Ja, sieht doch interessant aus. Sieht aber bei meinem Glück nur so aus. Okay. Gibt's hier nicht so viel zu holen, dann gehe ich einfach wieder raus. Und erkunde dann den nächsten Ort in dieser wunderschönen Welt. Ich entsperre die Tür hier. Hallo, jemand auf dem Klo? Das war, glaube ich, die
sinnloseste Türöffnung, die ich je in diesem Spiel erlebt habe. Naja. Wenigstens kommt das meiner Statistik zugute. Oder irgendwelchen Zwischenquests, von wegen schließe 14 Türen kurz auf. Schließe, eröffne 40 Türen, mach einen Handstand im Sitzen. Erledige Ghule, erledige Viecher, erledige Schlümpfe. Und freu dich, dass du noch am Leben bist, wenn alle anderen schon gestorben sind. Und lauf ohne zu gucken irgendwo hin. Ich wollte jetzt diesem Kraftwerk. Jetzt ist die Frage, gehe ich am Strand lang? Ich würde gerne zu dem Kraftwerk erstmal gehen. Und hier ist gerade was aufgetaucht. Stehle etwas aus einem Supermutantenlager. Gut, dann gehe ich halt so rum. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu meiner Markierung. Da ist. Um ein paar Orte zu entdecken. Denn das mache ich irgendwie immer noch am liebsten in Fallout. Orte erkunden, Quests erledigen. Geschichten erfahren, gelesen oder gesprochen. Und dann räume ich das Supermutantenlager aus. So. Poseidon Energiekraftwerk VW6. Oder nee, hier, da ist ein Teekesselchen. Starte Poseidon neu, beigetreten. Nein. Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Ach, schön, dass du das hier startest und ich es nicht machen will. Wo muss ich denn hin? Hinter mich. Juhu, super Schuss. Jemand. Und auch sonst nichts dabei hat, haben wir noch 10 mm Patronen.